Kein einer Sach steht auf der Welt. Ich bin schon gefahren über Jamen. Aber tief, tief im Herz bei mir bängt sich noch dem Städtale, wo's hat tausend Tamen. Nicht Paris, nicht Buenos Aires. Ihr habt es geehrt und ihr seht das neue Kompaktel von Miryem-Khaye Seigel. Was ist letztens erschienen? In Hand ist bei uns zu Gast die Mechaberin von dem Kompaktel. Ich begrüße dich. In meiner ersten Frage wird sein von deswegen, was hat dich gebracht, Bichlal, zu Jiddisch? Ein Mensch, was ist gewachsen, nicht in der jüdischen Schwiebe. Deine Eltern dachten sich, reden nicht jüdisch. Es wusste plötzlich, bist du gekommen, Davke, auf unser Gas. Ich habe gehört, ein paar jüdische Wörter in der Heim. Es ist nicht, was wir haben im Ganzen nicht gehabt, jüdisch. Aber es sind Tage gerecht. Also ich bin nicht aufgewachsen in jüdisch redendecker Schwiebe. Du bist ein Amerikaner Mädel. Ja, es ist immer, als meine Frau ist schon in Amerika etliche Deutsch. Aber ich habe gehabt die Gelegenheit zu nehmen in eine Jiddisch-Klasse, wenn ich bin gewesen, ein Student an der Universität. Und es hat mir Poshet stark verinteressiert und ich bin gegangen weiter. Ich habe studiert in Jivo und ich bin herumgefahren mit Jiddisch und sich bekannt mit verschiedenen Menschen und ja, sich vernehmen mit Jiddisch. Aber mit Singerei, im Befrat mit Schreiben Lieder, ich meine Lieder Poesie, hast du bisher auf Englisch sich nicht vernehmen? Ich habe ja geschriebene Sachlieder auf Englisch. Bist du aber Liebe-Lieder? Ja, und andere euch, aber revolutionäre Lieder und solche. Aber ja, ich habe Taki geschriebene Sachlieder, das heißt Sei-Texten, Sei-Lieder mit Melodies, wenn ich bin gewinne Kind. Und später habe ich angehalten zu schreiben auf Jiddisch, weil ich habe sich vernehmen mit Jiddisch. Und das heißt, du hast gefühlt, aber darf ich deine Gedanken neu drücken in ein jiddisch Wort? Ja. Ja. Ich weiß, dass du spielst auch Akkordeon. Und du hast auch echt allein neu gelernt, dank deiner Liebe zu Klezmermusik. Ja, das ist Taki Emes. Also ich habe vor dem gespielt ein paar andere Instrumente. Ich habe gespielt Saxophon und auch Piano. Saxophon darf man nur mal Sachkoech? Ja, nur ich habe ja Sachkoech. Aber es ist Taki, jetzt spiele ich nicht kein Akkordeon, weil die Plätze und der Rücken tun mir stark weh. Man wird älter. Aber ja, sprechen wir die Krisches. Aber ja, aber ich habe. Das ist davke gut, weil ich habe sich ernster genommen zu singen und zu studieren singen und das hat mir tage geholfen. Aber ja, es ist immer was mir ruft heint, die Klezmermusik hat eine große Hörspur auf meine Lieder und es ist immer, als ich habe sich gelernt spielen Akkordeon, weil ich habe gewollt spielen die klezmerische Lieder. Mhm. Euch dann Call ist ein spezifischer, sehr euer, ein Dinner, wollte ich gesucht, ja. Was mir der Montag ein bisschen mal Pikon von dem, oder Nechama Liefschitz, was euch da so in euren Tenor gesingen. In die allein, fühlst du eine Spur von den jüdischen Singers? Ja, Avada. Ich will euch sagen, dem Emes, als ich habe lieb die heintige Sänger und die heintige Klezmorim, aber ich habe starker lieb die alte, die amolike Sänger und Klezmorim und die alte Lieder. Ja, ich habe sich zugehört zu Sach ältere Rekordierungen und ich habe euch eine große Hörspur von Bela Schächter Gottesmann, was ich habe verbracht, eine Sach Zeit mit ihr und ihr Schreiben hat gehabt eine Hörspur auf mir. Aber wir reden schon, ob mir der Mond, Bela Schächter Gottesmann, ist von deswegen in ihrer Poesie und in Musik, wo sie hat allein geschaffen, Musik, ist von deswegen sehr modernistisch.
MS, ja. Und bei dir, auch viele von dem, wie du es grafisch gemacht hast, das Kompaktel, in dem Namen allein, da ist ein Tamen, das ist so mehr folkloristisch. Ja, und du in die Bilder schleppst du Bichlal in den Nächten von New York oder von jüdischen New York und so weiter. Das ist getun bekiven. Ja, ich wollte gesagt, dass mein Zugang ist ein bisschen ironisch, äbscher, als ich hoffe, dass mir wird nicht der Fall sagen, dass ich bin etwas hypnotisiert, aber ja, also ich nutze das Wort ironisch. Aber nein, ich wollte gesagt, dass ja, als Volkslieder und Theaterlieder sind mir näher zum Herzen, wie Singer, und ich habe sehr lieb zu lernen, jüdische Literatur und modernistische Sachen. Meine ich, als mein Stil ist von jüdischer Poesie. Ah, well, ich habe letztens angehoben Lane in Janke Gladstein. Mhm. Das ist stark interessant. Und Volkslieder, also wie Gebirtig, Warschawski, Goldfaden, das heißt Theaterlieder, habe ich euch stark lieb. Jüdische Machulem, Liebe, jüdische Liebe. Ich meine, se du also Liebe euchet, weil sie aktuell euchet in 100 Jahre.
Aber sie sagt, du musst in unserer Römik leben, in der anderen Themen von Antikentug, wo sie nicht daran entdecken sich an der Scheiß in dem jüdischen Leben. In dir zieht es nicht sie? Ich meine, dass also die Themen von den Liedern sind sei modern und sei klassisch. Beispiel, ich schreibe wegen Freuden in dem Lied Giecher Schwester, als du zusammen öffnen zu praven, die jüdische Freuden, wie Musiker, wie Rabbinerin und so weiter. Ich meine, das ist modern. Mhm. Und euch, das ist eine Emanzipation. Ja, und euch das Lied, die behaltene Liebe, das ist wegen seiner Homosexualisten nicht sein Behalten. Aber es ist ein bisschen zweiteitschig. Das heißt nicht vulgar zweiteitschig, nur das ist, weil es spielt sich ein bisschen mit dem Mien von Wörtern. Das heißt, als die Liebe sie, es kann sein, sei die Liebe, sei ein Mensch, eine Freude. Und auch das Lied wegen New York ist wegen dem modernen, raschigen Leben in der Stadt. Und so viele Menschen kommen sich zu neu in eine größere Stadt mit der Sache Getummel. Und das ist auch modern, aber ich meine, das ist auch, ich habe gehabt in Sinn, die alte Lieder wegen Städtlich, ja, was sind so nostalgisch, aber ich habe es ein bisschen übergekehrt, mhm, zu schreiben wegen einer modernen Stadt. In die Oster angeflochten, in Koidem Kolmestom, in der Wärter euch persönliche Motive? Ja, nur Avada, sie sind von meinem eigenen Leben. Also ich schreibe wegen meinem eigenen Leben und wegen meiner eigenen Erfahrungen. Es sind ja auch Lieder, die sind von der musikalischen Piasse Purim in Chalem, was wir haben aufgeführt mit etlichen Jahren zurück in der Volksbühne. Und das sind Lieder von verschiedenen Parscheunen, die spielen, wie Achashverosh und Esther und ja, das ist, und ich sehe den Mustanzen, das ist euch ein bisschen weiter von meiner eigenen Erfahrung. Du singst dort Lieder von Bessaraber-Motiven, von polnischen Niedisch, zumal als du sich bei mir sprichst. Ja. Aber es ist nicht ausgehalten. Ja. Oder du hast es getan, bei Kiewen soll sein, also sozusagen mehr zutrittlich, mehr populär, soll es keinen geringen Riff nehmen? Ja, ihr seid gerecht. Ich habe Tage probiert. Das heißt, als die Lieder sind in verschiedenen Dialekten, Leute im Kontext von Lied, Lemoschel, das Lied, als die Jiden wollen fuhren, Kineritz Kanan, das ist ein Lied, was ich habe gehört von einem polnischen Jid, was er hat mir das gelernt mit seinem Reusred. Ja, aber andere Lieder, Lemoschel, sind auf Theaterluschen, weil ich habe mit, dass das ist, nennt er zu der Tradition von Theater. Und das Lied Bessarabia habe ich probiert zu singen, mehr auf bessarabischen Jiddisch. Und andere Lieder sind auf Klau Jiddisch, weil so sind sie gewöhnt. Das ist ein Gemisch von Liedern. Ich wollte gewollt beten, sonst ein bisschen erzählen wegen der Musiker. Wenn ein Lied und Musiker und Musikanten und Klesmuren ist wie a Kalle und a Chosn, ja? Ja, oder a Kalle und a Kalle. Oder a Chosn und a Chosn. Ja, ja, ihr seid Tage gerecht. Ich habe Tage ich habe Tage gefolgt in Eize, was ich habe gehört von Hanna Cooper, was sie hat gemacht, ein Kompaktel mit etlichen Jahren zurück. Und sie hat genommen Michael Winograd wie der musikalische Regisseur. Ich meine, er ist also ein Mensch, was es sei eingewurzelt in der Tradition von jüdischen Liedern. Aber er ist auch modern und er hat einen modernen Zugang. Aber er geht nicht zu weit, ja. Also, dafür habe ich ihn genommen und ich habe euch gekannt, die andere Klezmorim von den New Yorker Zwiebel, ich habe zwei von sie wohnen schon nicht in New York. Aber ich hab gewollt, ich will unbedingt nehmen Paddy Farrell auf ein Akkordeon, weil er ist ein gewaltiger Akkordeonist. Und ich habe euch gewollt nehmen Alicia Spiegels, weil ich bin schon eine Chassidin von ihrer Musik eine lange Zeit. Und euch Benji Fox-Rosen, was ist ein außergewöhnlicher Bassist und euch ein Sänger und Kompositor von jüdischen Lieder. Und euch nehmen Carmen Staff, die spielt äußergewöhnlich Piano. Sie ist euch gebildet in der Konservatorie, aber sie hat ein Spur von Jazz und sie ist sehr, sehr fähig. Und nur ich muss sagen, also ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, was Michael hat getan und euch
mit der Arbeit von die alle Klezmoren. Also sie haben sehr fein gespielt und gesungen und es ist ein großer Covid für mich, so haben wir solche Klezmoren auf meinem Kompaktor. Jedenfalls ist er angelegt, dass ich eine Schumme. Ich möchte nicht wenig Geld, und du darfst ja wissen, in Stützen, die wir haben. Und sie ist wirklich gemacht mit großem Geschmack, denn so drückten sich die tausend Damen, die wir haben, sucht sie. Darüber, ich wende sich zu euch, ihr sollt sich verbinden mit Miryem-Khaye Seigel und machen für sich eine Methode. Kaufen unter dem Kompaktel, wo so Tage für euch hat, a bichala, a brochure, so, wo wir kennen, gefunden, sei ein Original in Jiddisch, sei transkribiert. Ich bedanke dich, Miryem-Khaye. Und ich will sagen, unsere Zuhörer, als mit uns ist gewesen, die Sängerin, die Poetesse, die Aktrice, und bichala, geht die Freude, eine sympathische Freude, Miryem-Khaye Seigel. Auf der Biene. Oi, Bassje Malkele, gib mir nur a Fiedel. Lass mir tanzen in a Rund. Oi, Chaie Sissel, gib a Tuch nur mit dem Fiesel. Lass um die Schiech mit dem alten Parikel. Oi, geht und weide, tu a Poik mit dem Peikel. Lass mir tanzen im Karahut.